Unser nächster Vortrag geht von den Bienen weg und kommt zu den Schmetterlingen. Herr Dr. Kretschmer studierte Biologie hier an dieser Universität, an der Humboldt-Universität, und ist heute Abteilungsleiter im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Brandenburgischen Umweltamtes. Er ist außerordentlich engagiert in der Arbeit des NABU, also des Naturschutzbundes. NABU, natürlich, ja klar, NABU. Also, wie kann man NABU noch falsch aussagen? Aber er ist vor allem auch ein Experte für Schmetterlinge. Er erweitert jetzt unseren Blick. Ich weiß, dass ihm gelungen ist, den einen oder anderen Schmetterling, der in Brandenburg verschwunden war, wieder anzusiedeln. Aber er weiß auch, uns zu berichten, dass sehr niedrige Dosen von Neonicotinoiden außerordentlich gefährlich sind, vor allem wenn sie im Pollen sind. Herr Kretschmer. Vielen Dank, Herr Menzel, für diese nette Einführung und vielen Dank insgesamt dafür, dass ich heute hier diesen Vortrag halten darf vor diesem ausgewählten Publikum. Ich bin auch ein Quereinsteiger, eigentlich über Umwege überhaupt zu der Thematik gekommen, über die ich heute berichte. Und es waren Wiederansiedlungsversuche zu Schmetterlingen in Brandenburg, die ich seit 10 Jahren intensiv betreibe, die dazu führten, dass ich mich dann intensiv auch mit Pestiziden beschäftigte, die über den Pollen in die Landschaft fliegen. Und das sei mir noch gestattet, es war also der erste Versuch einer erfolgreichen Wiederansiedlung in Brandenburg im Ruhestorfer Bruch, Märkische Schweiz. Und ich war glücklich, als die Art dort wieder gut etabliert war. Und plötzlich bekam ich mit, dass unmittelbar in der Nähe dieses Gebietes, nur 100 Meter entfernt von der Wiederansiedlungsstelle, ein Landwirt Genmais anbaute. Die größte Genmaisanbaufläche damals, 2007 in Brandenburg, mit 450 Hektar. Und ich wusste schon damals, dass natürlich über Pollen auch das BT-Toxin in die Landschaft transportiert wird. Monsanto behauptete damals noch, die fliegen nur 10 Meter weit bis ein Feldrand, nicht weiter. Ich wollte es genauer wissen. Und das war der Auslöser. Ich werde dann im Vortrag darauf eingehen. Wir kommen zum Monarchen. Der Monarch soll hier nur stellvertretend dargestellt sein, als an dem ich jetzt viele Effekte, die auch auf Schmetterlinge wirken, durch Neonicotinoide Ihnen zeigen möchte. Der Monarch ist ja eine Schmetterlingsart, die also, denke ich mal, fast jeder kennt. Und ich will deshalb zunächst etwas zur Biologie des Monarchfalters sagen, dann zum inzwischen dramatischen Rückgang bei Monarchen in Nordamerika, zu Wegen, wie Neonicotinoide zu Schmetterlingen kommen. Da wurde heute schon vieles gesagt. Deshalb kann ich das kurz machen. Und dann zu den Wirkungen von Neonicotinoiden auf Schmetterlinge. Und zum Schluss dann auch noch etwas zu der Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte, die Wirkung über Pollen. Die scheint mir bisher noch deutlich unterrepräsentiert in den Forschungen. Zunächst zur Biologie des Monarchen. Es ist eine Art, die eine enorm schnelle Entwicklung hat. Sie sehen, dass das Eistadium nur 3 bis 5 Tage braucht. Die Larven, die sehr große Tiere werden, von so bis 15 cm Länge, nur 9 bis 16 Tage. Das ist für Schmetterlinge enorm kurz. Und dann nochmal 8 bis 13 Tage die Puppe und dann schlüpft schon der Falter. Also ein ganz kurzer Entwicklungszyklus, der es dieser Art aber dann auch ermöglicht hat, eben relativ weite Strecken innerhalb eines Jahres zurückzulegen, weil das dann meistens mehrere Generationen sind, über die der Falter dann von dem Süden Mexikos bis nach Kanada hochfliegt. Wichtig ist, und das ist jetzt gerade für die Wirkung von Neonicotinoiden auf diese Art besonders wichtig, es handelt sich bei dem Plexippus um eine Art, die ausschließlich mit ihren Raupen an den Seidenpflanzen wächst, der Gattung Asklepias.
Da gibt es in den USA eine ganze Menge, die wachsen an verschiedenen Standorten und es gibt eben einige, wie zum Beispiel hier diese Asclepias syriaca, die wächst auch bevorzugt am Feldrand und früher, als noch nicht so viele Herbizide eingesetzt wurden, wuchs sie auch mitten im Feld, also faktisch ein Acker, Wildkraut zum Teil. Sie wächst aber auch auf Weiden, also verschiedene Asclepias Arten auf Weiden, dann durchaus auch andere Arten in Feuchtgebieten oder in lichten Wäldern. Also ein breites Spektrum, was die Gruppe Asclepias in den USA an genutzten Lebensräumen abdeckt. Das Wichtige ist, dass darunter eben einige sind, die im Feld oder unmittelbar am Feldrand relativ häufig sind und die dann ausschließlich von den Monarchen als Offenlandart genutzt werden. Hier die eine Art noch mal näher vorgestellt, Asclepias syriaca, das ist eben die Art, die mit die häufigste ist, die dann bevorzugt auch an Feldrändern vorkommt, aber eben früher auch durchaus in Feldern, jetzt natürlich durch den Einsatz der Herbizide so gut wie nicht mehr. Aber wir haben insgesamt, sind bisher 27 von 108 insgesamt 108 Asclepias-Arten in Nordamerika und 27 davon werden von dem Monarchen als Raupenfraßpflanzen genutzt. Ist das ein Köterin? Bitte? Ist das ein Köterin-Gewächs? Nein, das ist ein Seidenpflanzengewächs. Asclepiaceae sind Seidenpflanzengewächse. Die gibt es eigentlich in Deutschland nicht, sondern eine Sondergeschichte. In Müncheberg wurde sie während des Zweiten Weltkrieges angezogen und heute gibt es noch in der Nähe von Müncheberg Bestände. Vielleicht irgendwann auch den Monarchen dort. Milkweed, richtig, danke. Ja. So, das Wichtige nun, dass also die Raupen ausschließlich an diesen Seitenpflanzen fressen und hinzu kommt aber, dass der Falter dann als Nektarquelle, sieht man so schlecht hier, als Nektarquelle eine Vielzahl von Blütenpflanzen nutzt, faktisch ein Opportunist ist und darunter eben auch durchaus eine ganze Menge Pflanzen, die auch im Feldanbau vorhanden sind, wie zum Beispiel Sonnenblumen oder Klee oder Luzerne, also durchaus auch auf Feldern dann frisst, wo natürlich Neonicotine dann zumindest ein Jahr vorher eingesetzt wurden. Und wir wissen ja, Fahrt über den Boden ist dann entscheidend. Ganz wesentlich, weshalb der Monarch auch so bekannt ist, das ist eine der berühmtesten Wanderfalterarten, gut untersucht. Er legt weite Strecken zurück, hat ein berühmtes Überwinterungsgebiet hier im Süden Mexikos, was weniger bekannt ist, auch noch ein zweites Überwinterungsgebiet in Kalifornien und dazwischen wahrscheinlich in Mexiko noch einige kleinere, das weiß man noch gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, das Interessante ist, dass die Art zum einen aus ihrem Überwinterungsgebiet dann weite Strecken, eben bis zu 5.000, teilweise 6.000 Kilometer, es geht noch bis nach Kanada, das ist hier eine Karte der USA, da ist das gar nicht mehr drauf, die fliegen also bis durchaus in Südkanada noch hinein, können die Tiere diese Entfernung zurücklegen, weil sie eben mit diesem schnellen Entwicklungszyklus durchaus mehrere Generationen bei der Bewanderung vollziehen. Und dann wandern sie im Winter oder im Herbst wandern sie wieder zurück, um dann an den Überwinterungsplätzen dort in, und das ist hochinteressant, in Wolken, wie es bei keinem anderen Schmetterling so bekannt ist, an Bäumen quasi zu kleben. Das sind also Wolken von, vor vielen Jahren waren es etwa 10 bis 12 Millionen Tiere, die man dort gezählt hat, auf einer Fläche von nur 6 Hektar in Südmexiko. In Kalifornien sind das wesentlich weniger
Und dann gibt es, wie gesagt, vielleicht noch einige kleine Gebiete. Man hat bis heute nicht so ganz nachvollziehen können, warum machen gerade die das so, diese Art. Womöglich ist das wie ein Schwarmeffekt bei den Heringen. Sie sind nämlich dadurch, dass sie so dicht aufeinander sitzen und dann, wenn ein Feind kommt, dann der Schwarm hochfliegt, dass sie womöglich dadurch besonders geschützt sind vor Fressfeinden, aber das ist auch eine Hypothese jetzt. Sie sehen hier nochmal, wie dicht die Tiere tatsächlich sitzen. Man spricht davon, dass sich die Äste der Bäume dort im Hochland von Südmexiko biegen von der Last der Schmetterlinge. Das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich. Zumindest sie haben sich mal gebogen. Nun zum Rückgang. Und das ist wirklich dramatisch. Sie sehen diese Folie ganz aktuell aus dem Jahr 2015 und diesen dramatischen Rückgang der Art von 1994, als die Mexikaner mit einem Monitoring angefangen hatten, von so im Durchschnitt etwa 10 Millionen auf heute in den letzten 3 Jahren nur noch um die 1 Million, die da gezählt worden sind. Das sind natürlich immer auch Schätzungen, aber das ist ähnlich wie bei den großen Vogelschwärmen, wo Experten relativ genau dann doch auf 100.000 etwa genau schätzen können. Insofern sind die Zahlen schon verlässlich. Was ist der Grund? Was sind die Ursachen? Mit Sicherheit spielen generell Landnutzungsänderungen in den USA und auch im Süden Kanadas eine wesentliche Rolle. Das ist vielfältig. Das fängt an mit dem Anbau verschiedener Fruchtarten, dass die Frage auch der Gesamtnutzung von Ackerflächen und natürlich dann ganz stark der Einsatz von Herbiziden. Ich sagte, einige von diesen Asklepias-Arten kamen früher direkt im Feld vor, jetzt überwiegend nur noch an den Feldrändern. Und, ja, das ist die große Frage, welche Rolle spielen Neonicotinoide? Das wollen wir ja wissen. Es spielt auch noch eine Rolle natürlich, dass auch die Bereiche in Mexiko, wo die Falter überwintern, gefährdet sind durch Einschläge. Dem ist jetzt in den letzten Jahren allerdings hat man einen Stopp setzen können. Das Gebiet ist inzwischen streng geschützt und sodass dieser Faktor, ich glaube, ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich glaube, inzwischen fast völlig wegfällt. Aber es kommen hinzu Klimaänderungen, wo wir auch nicht so genau wissen, welche Rolle spielen die. Und inzwischen auch wird natürlich dieser Überwinterungsort auch touristisch genutzt, teilweise schon überzogen touristisch genutzt, sodass auch dieser Faktor nicht zu unterschätzen ist, zumindest auch für die Zukunft nicht zu unterschätzen ist. Also Sie sehen eine Fülle von Ursachen, die womöglich auf den Rückgang des Monarchen wirkt. Deshalb ist es ganz schwierig, jetzt zu sagen, die Neonicotinoide haben den und den Anteil. Das werden wir zumindest unter heutigen Bedingungen noch nicht sagen können. Ich will jetzt auch nochmal, wenn es auch heute schon hier mehrfach kam, auf die Wege eingehen, die Neonicotinoide zu den Schmetterlingen finden können. Das ist einmal natürlich die Beizung des Saatgutes, das ist die üblichste Variante, weil inzwischen sehr viele Flächen mit diesem gebeizten Saatgut ausgesät werden. Das sind auch noch Einsatz von Pestiziden über Sprühfahrzeuge. Die Sprühflasche soll stehen für große Fahrzeuge, die dann in Mengen das Mittel ausbringen. In den USA immer noch, wenn das auch rückgängig ist. Und hauptsächlich, dass inzwischen über den Weg des gebeizten Saatgutes läuft. Und dann, und darauf will ich heute besonders eingehen, der Pollen. Der Pollen, der dann gerade bei Mais, das haben wir eben untersucht, bei Mais sehr weit fliegen kann und damit, und das ist jetzt das Entscheidende, die Belastung durch Neonicotinoide über Pollen weit in Flächen getragen wird, die durchaus hunderte, teilweise tausende Meter von Feldflächen weg sind und damit auch in wichtige sonstige Naturräume, in Naturschutzgebiete getragen wird. Ganz wichtiger Punkt. Hier, Sie sehen nochmal, also die Neonicotine, wie wir das gehört haben, natürlich systemische Verteilung in der Pflanze und dann eben auch bis in den Pollen, wo wir Angaben haben, so bis zu 40 Nanogramm pro Gramm können in Pollen bisher nachgewiesen werden.
dann finden wir das Problem für den Monarchen, dass natürlich dann auch bei Blütenpflanzen am Ackerrand er schon gefährdet ist bei der Nektaraufnahme, weil auch über den Nektar natürlich dann systemisch das Mittel zu den Tieren gelangt und die Raupen, die dann an den Asklepia-Pflanzen am Feldrand stehen, die daran fressen und womöglich über den Bodenpfad Neonicotine aufgenommen haben und das Problem, dass eben auch die Raupen, wenn sie Blätter fressen und auf diesen Blättern Pollen liegen, zum Beispiel von Mais, da komme ich dann noch näher drauf, werden diese Pollen mitgefressen. Es gibt sogar Studien, dass sie bevorzugt mitgefressen werden, weil sie sehr eiweißreich sind. Und das ist dann ein zusätzliches, ganz gravierendes Problem. Hier einfach Ihnen mal zu zeigen, auch das wurde heute schon gesagt, dass wir also einen starken Anstieg der Neonicotinoide sowohl in den USA als auch in Europa haben, etwa ab dem Jahr 2003, 2004, sehr, hier sehr schön zu sehen. Und dass der Mais in den USA, das sind die Angaben aus den USA hier, der Mais in den USA die Ackerpflanze ist, wo am meisten Neonicotinoide eingesetzt werden über die Saatbeize. Wichtig, weil das wieder mit dem Maispollen da zusammenhängt, der also hier ein großes Problem darstellt. Ich komme zu einigen Studien. Zum Einfluss von Neonicotinoiden auf hier ganz konkret das Fressverhalten und damit auch ja, auf die Überlebensrate von Raupen des Monarchfalters. Hier wurde Clothianidin eingesetzt und hier fraßen die Larven des Monarchfalters, wurden hier 36 Stunden gefüttert mit Blättern von mit diesen Konzentrationen behandelten Pflanzen mit Clothianidin. Es wurden Gehalte an Clothianidin gefunden von durchschnittlich 1,4 ppm. Und Sie sehen, dass hier logarithmisch aufgetragen etwa ab einem ppm deutlich. Wie bitte? PPB, okay. Deutlich entsprechende negative Effekte auftraten, also sehr subletale zunächst mal und damit eine erhebliche Schädigung von Raupen des Monarchfalters in diesen Versuchen nachgewiesen werden konnte. Eine zweite Studie von Oberhauser und anderen 2006. Hier wurden auch Blätter verwendet, die im Freiland mit entsprechenden Neonicotinoiden gespritzt wurden. Und diese Blätter wurden geerntet im Feld 21 Tage nach der Behandlung mit Neonicotinoiden. Und hier sehen Sie auch deutliche Effekte auf die Überlebensrate der Monarchraupen in Abhängigkeit von der Behandlung. Die Balken haben einmal mit der 1, das ist das erste Stadium an Larven, die hier verwendet wurden zur Untersuchung, dann das zweite und das dritte Stadium. Sie sehen also das erste Stadium der Raupen, die Jungraupen, die ganz jungen Raupen sind am höchsten empfindlich, das war auch zu erwarten, auf diese neonicotinoid behandelten Blätter. Entschuldigung, ja. Das bitte? Das war ein Permetrin, in diesem Fall ist es kein Neonicotinoid, oh. Also ein Achso, Entschuldigung, okay. Danke. Eine weitere Studie von Krischig
2015. Die untersuchte vor allem die Wirkung über die Nektaraufnahme, sowohl bei Monarchen als auch bei dem amerikanischen Distelfalter. Hier wurden zum einen Pflanzen von Asklepia behandelt durch Bodeninjektion mit Neonicotinoiden versorgt, und zum anderen wurden Falter auch zwangsernährt mit Sirup, in dem bestimmte Mengen von Imidacloprid eingebracht wurden. Dort wurden zwei Behandlungen durchgeführt, also zum ersten Versuch eine Behandlung, im zweiten Versuch dann mit zwei Behandlungen mit den hier dargestellten Mengen am PPB. Und Sie können jetzt hier in den Ergebnissen sehen, zum einen die Darstellung innerhalb dieser roten Ellipse. Dort ist die Wirkung dargestellt des Mittels auf die Überlebensrate in Tagen von Schmetterlingen, die an diesen Pflanzen gesaugt haben, zwangsernährt wurden mit Zuckerwasser, dem dieses Mittel zugeführt wurde. Da ist kein wesentlicher Unterschied zu erkennen. In der zweiten Studie gibt es deutliche Unterschiede, zumindest bei den Monarchen, bezüglich der Falter, die an den Pflanzen Nektar gesaugt haben, die mit Neonicotinoiden behandelt wurden. Während beim Distelfalter haben wir dann eigentlich keinen signifikanten Effekt hier nachweisen können. Nun zu den Pollen. Wir haben, wie ich Ihnen schon eingangs kurz sagte, in Brandenburg aufgrund der Versuche, die wir zur Wiederansiedlung von Schmetterlingen hatten, sind wir auf das Problem aufmerksam geworden. Pollen, Verdriftung in der Landschaft. Und wir haben 2007 über mithilfe eines Instituts aus Bremen, führender Mann dort war Frieder Hoffmann, haben wir sehr exakt untersucht, wie Pollen von einem Maisfeld, was Sie dort hinten links im Bild sehen, ja, hier, von einem Maisfeld in das Naturschutzgebiet hineinfliegt. Hier ist die Fläche, wo der goldene Scheckenfalter inzwischen eine feste Population gebildet hatte, nur 100 Meter entfernt von diesem Maisfeld. Und mit Hilfe von Pollenfiltern wurde dann in einem Transekt ermittelt, wie viel Pollen an BT-Mais, das waren Mohn 810 damals, in das Schutzgebiet hineinfliegt. Das sind die Ergebnisse, und Sie sehen, dass die Regressionsgrafen-Darstellungen zeigen hier, dass etwa bei 100 Meter Entfernung noch eine Pollenmenge nachgewiesen werden konnte im Durchschnitt von 10 Maispollen pro Quadratzentimeter. Und das sind Zahlen, wo wir damals schon wussten, aus Studien Österreich, Schweiz, Schweden, dass diese Mengen ausreichend sind, selbst bei dem relativ harmlosen Mohn 810, dass Schmetterlingsraupen zumindest subletal reagieren, teilweise auch letal. Das hängt von Art zu Art, ist das sehr unterschiedlich. In der ersten Studie haben wir nur untersucht, wie weit die Pollen fliegen. Bei einer Vorstellung der Ergebnisse waren dann Vertreter von Monsanto-nahen Instituten, sage ich mal, da. Die haben gesagt, ja, ist das schön, gut, das wusste man vorher nicht so genau, die wirklich so weit fliegen, aber es ist ja noch lange kein Beweis, dass dieser Pollen dann auch mitgefressen wird von den Raupen. Der Pollen kullert ja von den Blättern runter. Das ist ja gar kein Problem womöglich. Und dann haben wir im nächsten Jahr eine weitere Studie gemacht, nochmal alles wiederholt, nochmal die Entfernung bestätigt, dass der Pollen sehr weit fliegt, bei Sturm natürlich bis zu 1000 und noch weiter, 1000 Meter und noch weiter. Und wir haben jetzt hier nachgewiesen, dass auch auf den Blättern, und zwar ist es bei dem goldenen Scheckenfalter Succisa pratensis,
wo die Raupen monophag nur sich davon ernähren, dass dort natürlich der Pollen auch sehr gut festgehalten wird. Sie sehen hier, Sie sehen hier Succisa pratense, ein Blatt, die haben lange Härchen und hier hängen die Pollen drin. Und das ist der goldene Scheckenfalter, der an dem Teufelsabbiss frisst. Und aus anderen Studien wissen wir, dass sie bevorzugt auch solche Maispollen mitfressen. Und noch dramatischer, das ahnten wir erst gar nicht, war dann die Menge an Maispollen, die sich sammelte, an den Rippen von Rumex obtusifolia. Das ist die Hauptfutterpflanze einer weiteren FFH-Art, nämlich des großen Feuerfalters, der auch in dem Gebiet lebt. Und dort haben wir auch in diesem gleichen Gebiet dann nachgewiesen, dass bis zu 3600 Pollen pro Quadratzentimeter sich an den Rippen der Futterpflanze sammeln. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Falterart bevorzugt ihre Eier an den Rippen ablegt und die Jungraupen dann womöglich, das konnten wir bisher, haben wir bisher nicht nachgewiesen, wollten wir, sind wir daran gescheitert an Genehmigung, dass die Jungraupen womöglich dann auch genau diesen Maispollen sehr schnell mitfassen. In einer Studie von Rundlöf aus Schweden konnte festgestellt werden, dass natürlich Pollen sehr negativ nicht nur auf Schmetterlinge wirkt, sondern vor allem hier Untersuchungen an Wildbienen, im Vergleich zur Kontrolle eine deutliche Abnahme der Wildbienendichte auf sehr genau untersuchten Parzellen mit einer Wiederholungszahl von 8 mit Behandlung, 8 ohne Behandlung nachgewiesen werden konnte. Das war sogar hier signifikant. Also die Konzentration von Neonicotinoiden im Pollen ist eindeutig belegt für ein Problem bei Wildbienen. Und wir müssen damit rechnen, dass hier auch weitere erhebliche Negativwirkungen auf andere Insekten vorhanden sind. Und jetzt komme ich kurz vor dem Schluss nochmal zu einer Studie, die ist 5 Tage vor dem heutigen Termin erst erschienen, also vor wenigen Tagen, ganz, ganz frisch. Und die uns jetzt nochmal führt, weg vom Monarchen zu den europäischen Verhältnissen. Nämlich in England konnte Gilburn nachweisen, dass aufgrund der dort langjährigen Tackfalter-Monitoring-Daten, dass dort 58% aller Schmetterlingsarten, die in überwiegend von Ackerland dominierten Gebieten vorkommen, von 2000 bis 2009 stark zurückgegangen sind. Dass hier, und das, obwohl eigentlich in England der Effekt der Klimaveränderung wirkt, dass nämlich einige Arten sogar Vorteile haben durch die Klimaerwärmung, gerade im Mittel- und Nordengland. Er hat dann Modellrechnung durchgeführt für 17 dieser charakteristischen Tackfalterarten in England, die im Ackergebieten vorkommen, und für 15 Arten negative Effekte durch Neonicotinoide hochgerechnet. Muss man ganz vorsichtig sein, das sind also keine direkten Zusammenhänge, sondern das sind Zusammenhänge, die mit Modellen ermittelt worden sind. Hintergrund ist hier nochmal, dass auch natürlich in England die Einsatzmenge gerade zwischen 2000 und 2010 hier dargestellt enorm angestiegen ist. Das ließ vermuten, dass dort Effekte kommen müssen, aber eben für ganze Landschaften immer schwer nachweisbar. Er hatte dann, die Modelle fußen dann darauf, dass er Regionen mit überwiegend Ackerbau unterteilt hat in die verschiedenen Teilbereiche, die, in denen in England Tackfalter-Monitoring durchgeführt wird, und dort eben dann auch nachweisen konnte, dass ja unterschiedliche Mengen eingesetzt werden in den verschiedenen Gebieten. Und diese Daten hat er dann verrechnet mit den Daten aus dem Tackfalter-Monitoring in England und kommt dann zu diesen, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Arten eingehen, aber Sie sehen, es sind von 17 Arten, bei 15 Arten gibt es einen Rückgang, der mit der Modellrechnung zunächst nachgewiesen worden ist. Hier bedarf es natürlich weiterer detaillierter Untersuchung, aber ein deutlicher Hinweis, dass eben nicht nur der Monarch in den USA,
sondern dass wahrscheinlich inzwischen die Mehrheit der Schmetterlinge, die zumindest in Agrarlebensräumen in Europa leben, betroffen sind. Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wirkung der Neonicotinoide wahrscheinlich einen wesentlichen Anteil an dem Rückgang hat. Wir können es aber nicht genau sagen, wie viel, wir können es nicht genau belegen, weil, ich sagte, es gibt einen Großteil anderer Einflussfaktoren. Wir haben dann die Tatsache, da hatte ich erläutert, der Wege zu den Schmetterlingen. Hier ist mir besonders wichtig, auf den Weg über den Pollen hinzuweisen. Nochmal, und ich danke Professor Wenzel, dieser Weg über die Ackerpfützen auf Wegen oder nur über feuchte Wegstellen, wie bei Bienen, ist natürlich bei Schmetterlingen genauso wichtig. Sie kennen vielleicht alle die Schmetterlingsansammlung an feuchten Wegstellen. Also auch dieser Pfad müsste jetzt hier noch ergänzt werden. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr Studien bekommen über die Wirkung der Pollen in die Landschaft hinein, wie die auf die Insekten wirken und dass wir dieses auch künftig insgesamt stärker beachten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass dieses Bild, dieses Kleid und die vielen Monarchfalter in den Museen dieser Welt nicht die letzten Zeugen dafür sind. Das ist solch eine tolle Schmetterlingsart je gegeben hat auf dieser Welt.